Warum sollte man telepathisch kommunizieren? Warum sollte man überhaupt Telepathie lernen? Was hat das für einen Einfluss auf unser Leben? Und kann es unser Leben positiv verändern? Wenn du dir diese Fragen stellst, dann bleibe dran, denn Telepathie ist auch ein Bereich meines Wirkungs Feldes und auch sehr stark in der Potenzialentfaltung mit deinem Tier wird deine telepathische Gabe geweckt. Einmal durch die Reinigung der Zirbeldrüse, denn mit einer verkalkten Zirbeldrüse ist es nicht möglich, telepathisch zu kommunizieren. Zur Zirbeldrüse mache ich ein extra Video. Heute geht es um etwas ganz, ganz anderes. Um die Telepathie an sich und was man damit bewirken kann. Oder einen Teilbereich. Denn es gibt viele Bereiche. Aber heute spreche ich über Sterbende. Über Menschen, die im Koma sich befinden. Nicht mehr ansprechbar sind auf der normalen Ebene, wie wir es gewohnt sind. Und diese Menschen und auch Tiere können wir telepathisch erreichen. Das ist so tröstlich und so herzberührend, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe das in meiner Praxis mehrfach erlebt, wie herzberührend diese telepathische Kommunikation mit Sterbenden oder, ja, sag ich mal, Menschen und Tieren ist, die wir auf der normalen Ebene nicht mehr erreichen. Tiere ja sowieso nicht. Ne? Die erreichen wir ja nur telepathisch. Außer meine Katze Schein, die ja schon gesprochen hat. Oh. Ja. Immer noch witzig, aber wahr. Ich denke, wenn du hier noch zuschaust, dann spürst du diese Wahrheit. Denn das nehmen wir Sternenlichtwesen, die uns irgendwann vor vielen, vielen Inkarnationen entschieden haben, hier auf der Erde zu inkarnieren, jetzt wahr. Es gibt die Lüge nicht mehr für uns, auch in unserem Umfeld nicht mehr. Alles löst sich auf, was nicht wahr ist. Und so spürst du die Wahrheit, wenn ich über die tröstenden und heilenden Erfahrungen der Telepathie berichte. So kann man sich noch von Sterbenden verabschieden in dieser Welt, denn bald sind sie ja dann nicht mehr bei uns und manche Sterbende geben dann auch noch ihren Liebenden, ihren Liebsten Zeichen, also ich darf dann oder durfte ihnen Bilder vermitteln oder mir wurden Bilder vermittelt, die ich dann beschrieben habe. Und die Menschen wussten dann, dass wirklich diese Nachricht von ihrem Tier oder Menschen, der gerade in dem Sterbeprozess war, wirklich kamen. Und so konnten sie dann auch die letzten Wünsche besser annehmen. Das habe ich oft, wenn ich mit Sterbenden oder auch Verstorbenen spreche, dass sie ja sowas wie Beweise schicken, ja, damit ihre Liebsten eben wissen, dass sie es wirklich sind. Und dann kann man auch annehmen, wenn zum Beispiel, das war mal ein Fall, eine alte Frau, weit über 80, wollte sterben. Sie hat dann gesagt, sie möchte nicht mehr gefüttert werden, sie möchte hungern.
Verhungern tut nicht weh. Es ist üblich in der Natur, wenn ja, Erdenwesen die Erde verlassen möchten, dass sie nichts mehr zu sich nehmen, dass sie aufhören zu trinken und zu essen. Und das ist schwierig durchzusetzen. Also es war damals gar nicht so einfach für die Verwandten, dann den Wunsch der sterbenden Frau durchzusetzen, ja, dass sie nicht mehr gefüttert wird. Wir haben das dann geschafft und sie ist dann auch relativ schnell gestorben. Und da ist mir klar geworden, wie wichtig Telepathie ist, wie viel Leid man damit ersparen kann, wie viel, ja, es ist ja auch Leid, wenn die Seele viel länger leiden muss, als sie möchte. Ja, wir sind ja freie Wesen und werden so in solche, ja, ich sag mal, Programme gepresst. Und da ist es schon wichtig, dass auch die Anerkennung der Telepathie besser wird. Also, dass unsere Gesellschaft Telepathie auch als etwas Normales erfährt. Es muss ja jetzt nicht so sein, dass jeder Telepathie lernt, aber es könnte sich auch in Zukunft wie ein Beruf, ist ja schon ein Beruf, aber dann auch ein anerkannter Beruf sein, in dem man zum Beispiel diese Begleitungen durchführt. Ja, auch für Menschen, die im Koma liegen, könnte man da ganz viel tun. Und auch für ihre Verwandten. Denn es geht oft auch um die, die trauern und die, die sich Sorgen machen. Ja, da kann man eben auch mit dieser Telepathie ganz, ganz viel trösten. Ja, weil man ja so viel Herzberührung damit auch erreicht. Man erreicht damit die Menschen so im Herzen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn ja die Menschen oder Tiere eben dann etwas aus ihrem Leben berichten oder zeigen, dass die Menschen eben erfahren, ja, das ist wirklich von ihr oder von ihm und es ist wahr, ja, dann können sie erst danach auch den Wunsch annehmen des Sterbenden. Ja, das wollte ich euch sagen. Dafür stehe ich morgens auf, denn das macht die Welt wirklich besser. Ja, das tröstet. Das heilt und es öffnet die Herzen und ja auch für neue Wege. Denn oft kommen in diesen Fällen gar nicht so spirituelle Menschen, ja, die sehen bloß ganz gar keinen anderen Weg jetzt, sind unter Druck, eine Entscheidung zu treffen für den, der da stirbt oder im Koma liegt, ja. Und da kann eben so eine Fähigkeit wunderbar unterstützen. Ja. Und wie gesagt, es kann auch jeder lernen. Ich konnte das auch nicht immer so gut wie jetzt. Also ich hatte schon immer einen Zugang, also schon immer ja eine gute Wahrnehmung, aber so wirklich so, dass ich mir zugetraut hätte,
eine Kommunikation über meinen telepathischen Kanal zu machen und es auch noch so weiterzugeben. Das hat natürlich gedauert. Deshalb dauert auch meine Ausbildung, die Potenzialentfaltung mit deinem Tier, 5 Monate. Und ich bin sogar am Überlegen, ob ich die nächstes Jahr noch verlängere. Und ja, und selbst dann ist es auch noch eine Übungssache, selbst für Menschen, die da eine gewisse Begabung haben. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich sehr. Ja, weil es ist einfach so berührend. Spür mal in dein Herz hinein. Nimm das einfach mal wahr, was für eine Herzberührung hinter dieser Information steht. Und das Herz, das wird uns immer stärker führen. Die anderen Zeiten sind vorbei. Das Herz führt. Und wir sind dabei, das so Stück und für Stück anzunehmen. Und ja, es wird sich immer weiter verstärken, dass wir in unsere Herzkraft kommen. Dafür arbeiten so viele Lichtarbeiter, dafür arbeitet wirklich, also das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viele Menschen an sich und ihrer Herzkraft arbeiten. Und da wird jetzt noch ganz viel passieren und für immer mehr Menschen werden dann auch den Ruf aus ihrem Herzen vernehmen und ja, ihren Weg gehen. Vielleicht auch mit Telepathie. Ich sage für heute Tschüss und schicke dir einen Gruß von meinem Herzen zu deinem Herzen. Bis bald. Deine Claudia Elisa.